Willkommen zu Vlogmas Tag 23. Guten Morgen allerseits oder guten Mittag. Wir haben es jetzt 11:30 und ich habe mir meinen Stilltee gemacht, wie auch sonst immer. Dann mein Healthy Food mit Apfel. Ich muss unbedingt Obst kaufen, das war der letzte Apfel, den wir haben. Dann ist die Puppe gerade wieder dabei. Schätzelein, das ist falsch rum. Schau mal. So müssen die dich doch ankicken. Zack. Guck mal, dann lächeln die dich an. Und hat auch schon wieder Mr. Hicks den blöden Schluck auf. Guck mal, die kann quietschen. Ui. Ja, und ich mache nebenbei meine To-Do-Liste für heute. Leute, wir haben den 23. und ich habe das Gefühl, irgendwie, ich habe gar nichts geschafft, obwohl wir eigentlich wirklich viel erledigt haben. An erster Stelle steht schon mal Haushalt. Das muss ich heute unbedingt machen. Ich muss unbedingt durchsaugen. Dann muss ich zur Post. Ich muss noch ein Paket per Express wegbringen. Wäre aber auch nicht schlimm, wenn es nach Weihnachten ankommt. Also ist jetzt nichts speziell jetzt für Weihnachten, aber wäre schon schöner. Dann Geschenke einpacken. Da habe ich aber nicht mehr so viele. Eine dicke, fette Einkaufsliste muss ich heute schreiben für die Feiertage. Wir gehen nämlich nachher, ich hole Ralf ab und dann gehen wir einkaufen. Und ich glaube, das wird ein Rieseneinkauf, weil alles findet dieses Jahr bei uns statt. Dann muss ich zu Rossmann. Ich habe immer noch nicht den Milchschäumer umgetauscht. Ich habe das immer vergessen und ich will da heute unbedingt dran denken. Dann muss ich noch mal einmal Bilder ausdrucken für unsere Großtante auf Rügen. Die bekommt natürlich Bilder von Hayley zugeschickt und dann möchte ich ihr noch einen Bilderrahmen kaufen und so weiter und so fort. Das darf ich auch nicht vergessen. Dann bin ich noch zum Kaffee heute verabredet um 17 Uhr mit meiner Freundin im Louvre Center. Und da wollte ich eventuell auch noch mal gucken, ob ich da vielleicht noch so Kleinigkeiten, die ich mit zu den Geschenken packen kann, finde. Aber ich weiß es noch nicht so genau. Und jetzt bin ich am Überlegen, ich wollte heute noch so viel machen. Ach so, siehst du, jetzt fehlt mir noch was ein. Zum Postfach wollte ich heute noch. Das ist natürlich wieder am anderen Ende der Stadt. Weil ganz viele mir geschrieben haben, ich soll unbedingt zum Postfach nochmal vor Heiligabend. Wir haben es mittlerweile 13 Uhr und ja, ich sitze auch immer noch in Pyjama-Hose hier. Aber ich bin mittlerweile bei meinem Kaffee angelangt und habe Post. Und zwar habe ich in einem meiner Vlogmas-Videos euch ja gefragt, was ihr so für Disney-Filme uns noch empfehlen könnt. Und eins wurde ganz viel genannt, was ich auch schon gesagt habe, was uns in unserer Sammlung fehlt. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass es dieses hier sein wird. Und die anderen habe ich schon auf meinem, ja, wie nennt man das denn bei Amazon, Wunschzettel, auf der Wunschzettelliste. Und die werden auch noch folgen. Aber ja, es ist es auf jeden Fall. Einmal, ja gut, das hat jetzt nichts mit Disney zu tun, aber das sind die Reflektoren für den Kinderwagen, den ich bis dato immer vergessen hatte zu bestellen. Und, oh mein Gott! Hakuna Matata, diesen Spruch sag ich gern, es heißt die Sorgen bleiben dir immer fern, keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata, yeah. König der Löwen, oh mein Gott, und wir haben gesagt, wir wollen ihn unbedingt gucken an den Feiertagen und ich freue mich so dolle. Diesen Beautyblender probiere ich heute das allererste Mal aus. Total süß. Ich habe den jetzt schon hier bestimmt 3-4 Tage liegen. Den habe ich von meiner Mama bekommen mit einem Dank und einem dicken Knutschi-Mundi. Dafür, dass ich immer mit Roni gehe, wenn sie arbeiten ist. Aber das ist selbstverständlich für mich. Auf jeden Fall ist der von Real Techniques. Ich habe mich super, super doll gefreut. Und den werde ich gleich mal im Gesicht ausprobieren und hoffe, der funktioniert. Hallo, mein kleines Pünktchen. Hallo, meine süße Maus. Hey, sag mal hallo. Bist du unser Pünktchen, mein Schatz? Ja? Erzähl mal, wie stressig das gerade war bei der blöden Post und im Rossmann. Richtig, richtig voll. Ne, Engel? Du? War das doof im Rossmann? Mein Schatz? Fandst du doof, ne? Aber jetzt ist wieder alles gut. Jetzt ist wieder alles gut, ne? Du, kleine Maus? Bist unser Sonnenschein?
Bist du ein Pünktchen? Ein kleiner Dalmatiner? Hallo, mein Schatz. Hallo. Hallo, meine Motte. Hallo, meine Motte. Die pinke Kamera ist dein Friend, ne? Mein Schatz. Bist du süß, Muckel? Ja? Sag mal, wer war da gerade? Wen haben wir da schon wieder gesehen? Wen haben wir da schon wieder gesehen? Oh. Morgen ist Heiligabend, ne, Schatzi? Morgen ist Heiligabend. Ja. Kuscheltime. Schatzi. No. Jo, mein Engel. Hat Papa dir was Schönes mitgebracht? Ja, hat Papa dir was Schönes mitgebracht? Ja, und zu was? Weihnachten. Wo ist das jetzt? Das darf ich nicht verraten. Da darfst du genau richtig. Süß, ne, wie sie so babbelt. Mhm. Jo, oh, süß. Das kriegst du erst morgen. Oh mein Gott. Denn morgen? Das kriegst du erst morgen. Obwohl, Papa muss noch erst mal fragen, warst du denn artig? Guck mal, wie ja, süß. Ja, warst du denn artig? Na klar, war sie artig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Nachmittag war. Ich bin so froh, dass Ralf jetzt da ist. Wir waren eben noch kurz einkaufen. Die Oma hat nach dem Feierabend noch kurz auf die Litte eben aufgepasst, dass wir die nicht auch nochmal mit einpacken mussten. Das war so ein Wirrwarr. Ich hatte ja für meine Großtante noch, sag mal schnell, Bilder gedruckt beim Rossmann. Es war so voll, so brechend voll. Ich meine, ich hätte mir das ja denken können, aber dass es so voll ist, warte, ich stelle euch mal auf die Tasse. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt sehen. Es war echt brechend voll. Die Leute, die sind auch so unfreundlich. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde es ja gar nicht so schlimm oder man muss ja damit rechnen. Ich mache uns gerade Brote, deswegen wir müssen ja damit rechnen, dass ein Tag vor Weihnachten die Leute alles noch kurzfristig erledigen. Ist ja auch nicht schlimm. Aber dass die alle so unfreundlich sein müssen, das ist das, was ich nicht verstehe. Das ist das, was ich nicht verstehen kann. Ansonsten, was habe ich gemacht? Die Lütte hat heute nach langem Mal keinen Mittagsschlaf gemacht. Kann ich aber auch gar nicht sagen, warum richtig. Weil müde war sie, aber sie wollte heute immer nur die ganze Zeit an der Brust schlafen. Und sobald ich mich bewege, wird sie einfach wach. Das ist grundsätzlich so. Joa, aber dafür wird sie nachher wieder schlafen wie ein Teddybär. Was habe ich noch gemacht? Ich wollte zum Postfach. Das habe ich vergessen. Scheiße, das muss ich dann morgen machen. Schatz! Ja? Wir müssen morgen dran denken, dass wir auf jeden Fall noch mal einmal beim Postfach halten. Machen wir. Prima. Oh, wir haben uns gerade Laugenbrötchen geholt und die geliebte Leberwurst. Da haben wir derzeit so einen Janker drauf. Willst du Tomaten haben? Nee, mein Schatz, wirklich nur Leberwurst 2 und Kakao. Okay. Ja, und ja, das habe ich vergessen. Aber wir waren jetzt schon mal einkaufen. Teil fehlt noch. Weil ich war nachher, ich glaube, ohne zu übertreiben, aber mindestens eine Stunde bei Rossmann. Also ich war danach auch, ich hatte so einen Hals, weil auch die Mitarbeiter, ich meine, ich selber habe auch schon im Verkauf gearbeitet, aber die waren alle so genervt und so unfreundlich. Oh, ich hätte am liebsten gefragt, ob sie alle mal einen Gute-Laune-Tee trinken möchten. Weil es bringt, ja, also es verändert die Situation ja nicht. Wisst ihr, was ich meine? Also ich meine, wenn man schlecht drauf ist und dann auch noch das so preisgibt, das macht die Situation auch nicht besser. Ich habe damals auch immer gedacht, damals hört sich an, als wäre ich jetzt schon seit 3 Jahren im Mutterschutz, aber ich habe damals auch immer gedacht, oh Mann, ey, die Leute, du, müssen auf dem letzten Drücker hier noch einkaufen kommen oder Mann, ich habe die Arschkarte und muss arbeiten. Aber hallo, von nichts kommt nichts und zweitens habe ich trotzdem gute Laune gehabt, weil man kann es nicht ändern. That's it. Das Schönste ist aber, Ralf hat jetzt ja quasi Urlaub. Er muss nicht mehr arbeiten gehen bis Sonntag. Das ist so, so schön. Und darauf freue ich mich am allermeisten. Die Omi muss morgen noch mal einmal. Ich glaube, Christinchen, die muss auch morgen, ne? Ich weiß es gerade gar nicht. Die kommt ja am ersten Weihnachtsfeiertag. Und ja, wir essen morgen Raclette zum Heiligabend. Was macht ihr da? Üblich sind ja Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen. Das habe ich noch nie an Heiligabend gegessen, noch nie. Aber wir haben uns überlegt, wir machen Raclette.
Und darauf freue ich mich schon. Dann gibt es halt am 1. und 2. mache ich dann, oder Ralf kann es ja jetzt, Ente und dann Kartoffeln, Rotkohl und das Typische halt. Aber auch so für Brötchen, für Frühstück haben wir noch Brötchen besorgt, Aufschnitt und Pipapo. Also ich freue mich auf die Feiertage, richtig dolle. Jetzt müssen wir aber morgen nochmal hoch und eine frische Ente holen. Und Kleinigkeiten, also so Windeln muss ich nochmal holen. Und oh, ich weiß es gar nicht, wir wollten gleich nochmal eine Liste machen. Wir wollten auch noch ein bisschen was backen. Also brauchen wir noch ein paar Zutaten für Tim Thermo. Ja, ich habe immer noch nicht das Video geschnitten. Wir haben es 9 Uhr, aber ich muss jetzt auch erstmal was essen, sonst falle ich vom Fleisch. Ja, und das habe ich heute so erlebt. Also es war nicht großartig was Spannendes, aber was ich gemacht habe, war dann auch gleich so, puh, reicht dann auch erstmal. Ich war echt fertig danach. Vor allem hat die Kleine ja nicht geschlafen, die hat dann auch ganz doll bei Rossmann geweint, weil sie keinen Mittagsschlaf hatte. Dann musste ich sie da noch auf den Arm nehmen, dann funktionierte dieser Drucker nicht. Ich bin einfach so eine Glücksfee. Es ist so grundsätzlich typisch, dass wenn ich mal ein Bild da ausdrucke, dass genau dieser Drucker nicht funktioniert richtig. Und er hat, ja, ich war dran, 3 Bilder gedruckt, was passiert? Bitte rufen Sie Ihren Mitarbeiter. das Druckpapier war leer. Natürlich. Oh nee, ich sage euch das. Das ist nicht so einfach. Also auf jeden Fall mit Kind ist es, finde ich, nochmal eine Portion, ja, anstrengender auf gut Deutsch. Es ist einfach anstrengend, weil man möchte dem Kind so wenig wie möglich das irgendwie schwer machen oder da lange rum, so lange im Getümmel rumwuschern und sowas alles. Aber man muss es ja trotzdem auch besorgen. Man muss ja raus. Das nützt ja nichts, ne? Und deswegen denke ich ganz, ganz oft in solchen Situationen oder auch abends, wenn Ralf kommt oder die Omi halt mal aufpasst, wie auch immer, da denke ich so oft dran, einen riesengroßen Respekt an alle Mütter da draußen, die alleinerziehend sind. Wirklich, einen riesengroßen Respekt dafür. Also das wird einem erst bewusst, wenn man das selber so miterlebt, wisst ihr? Also dieses typische, Gott sei Dank ist jetzt der Mann im Haus, dass er die Kleine mal nehmen kann und ich mal 10 Minuten duschen kann statt eine Minute. Das ist Luxus einfach und deswegen an euch da draußen riesengroßen Respekt. Und jetzt höre ich auf euch eine Teewurst, eine Leberwurst auch nicht, auch keine Frikadelle ans Ohr zu sappeln. Ihr wisst, was ich meine, weil sonst rede ich in einer halben Stunde noch. Ich habe total den Redebedarf. Und ja, ach so, übrigens meine Pickel, ne, ohne Scheiß, Leute. Ich kann euch nicht sagen, aber das wuchert mein ganzes Kinn. Dann fangen die an, mitten auf der Wange zu starten, dann an der Stirn. Ich weiß nicht, was los ist. Vielleicht kann mir da ja mal jemand von euch einen Tipp geben. Oder ich hoffe es auf jeden Fall. Mütter, die schwanger waren, ob das vielleicht am Hormonhaushalt liegt, das vermute ich ja. Ich weiß es nicht so genau, aber naja. Was sollen wir machen, ne? Jule macht die Kleine jetzt Bett fertig. Ich übernehme mal wieder den Einkauf. Heute ist es ein bisschen mehr geworden, ganz klar. Die Feiertage, und das ist noch nicht alles. Wir müssen morgen nochmal los, ein paar Sachen besorgen. Ich fange einfach mal an. Ja, hier geht es los mit der Paprika, die wir für unseren Salat brauchen. Dann haben wir uns Honig geholt zum Frühstücken an den Feiertagen. Da freue ich mich auch schon drauf. Dann die Brötchen. Einmal, das weiß ich gar nicht. Ich sehe gerade nur die hellen. Roggenbrötchen, dann Salami, schön Kakao zum Frühstück, den Multisaft wieder. Dann haben wir hier den Ketchup. Hier haben wir den Gouda-Käse. Hier haben wir wieder Aufschnitt für unser Frühstück. Das ist alles für Heiligabend, für den Salat. Wie gesagt, da fehlt noch ein bisschen was. Cola, vieles haben wir auch in doppelt- und dreifacher Ausführung geholt. Die Zwiebeln. Ne, stimmt eigentlich, das wirkt gerade nur so viel. Semi-Sandwich. Eigentlich ist das gar nicht so viel. Ich glaube, ja, gerade mal die Hälfte. Morgen kommt auch nochmal ungefähr so ein Teil. Ja, und dann sagte Jule zu mir, dass, oder besser, ich habe sie in Flagranti erwischt. Sie sagte, oh Mann, dieser Markus, der schmeckt so lecker. Und ich dachte schon die ganze Zeit, wer ist dieser Markus? Und dann komme ich hierher und erwische ich sie nicht tatsächlich mit Markus. Ja, das ist Markus. Markus, der entkoffinierte Kaffee. Der schenkt ihr jeden Morgen das Gefühl, richtigen Kaffee zu trinken.
Deshalb ist es auch genehmigt, dass sie Markus so gerne mag. Jut, jut. Kannst mal ranzoomen. Komm mal her hier. Ich komme. Entweder ist es noch von eurem letzten Streich oder hier an meinem Ding wurde wieder gewäkelt. Nein. Das ist dann noch vom anderen Mal. Zweimal wäre doch langweilig, Schatz. Ja, ja, genau. Also dafür hatte ich nun heute wirklich gar keine Zeit. Ja, wer redet denn von heute? Und wer guckt hier so zuckersüß? Wer guckt hier so zuckersüß um die Ecke? Ja, Schatz, nicht du bist jetzt im Mittelpunkt, sondern die kleine Kuh. Hör mal auf. Guck mal, was sie für einen krassen Hals macht. Sie macht richtig so, ohne abzusetzen. Sie ist so krass. Gesundheit. Heftig, ne? Jetzt mach. Du bist so doof, ey. Denkst du wirklich, dass wir das manipuliert haben? Nur weil das da unten auf ist. Das ist, weil ich gestern dran gerückelt habe. Guck mal hier genau hin. Was denn? Die hatten wir ja wohl schon. Das ist doch eine Originale. Und so wie misstrauisch ich schon bin. Und wie schmeckt die? Ist das wieder diese... Milchcreme. Professorino. Nein, das war ehemals und jetzt heißt es Choco Fresh. Ihr hattet alle recht, es ist Choco Fresh gewesen. Ihr seid solche Freaks. Das war das vorletzte Türchen. Ich bin dran. Tschalala, lalala. Ich bin aufgedreht, weil ich müde bin. Oh. Vorsichtig, Schatz, sag mal. Hups. Ich habe zwei Schoko-Fresh. Schoko-Fresh. Tja, guck du mal lieber jetzt deinen genau an. Nö, da hättest du gar keine Geduld für. So sieht's nämlich aus, denkst du. Köstlich. Was freust du dich denn so? Ich freue mich einfach, weil du dich freust. Hast du reingezoomt oder wie? Ja, Schatz, ich hab nichts anderes zu tun, als rein zu zoomen. Oh Gott, das ist echt hier schon wieder alles. Hör auf, Mann, ich verschluck mich nochmal irgendwann. Schatz, du siehst so mager im Gesicht aus. Hast du da... Warte. Das sollte ich machen. Ja. Das ist so ekelhaft, ne? Die Hälfte haben beim vorletzten? Nee. Ich gebe ihn dir wirklich. Ja, aber ich möchte ihn heute nicht wirklich. Und du hättest ihn auch wirklich nicht gekriegt? Doch, hättest du mir gegeben. Mm-mm. Krieg einen Kuss. Mm-mm. Was soll denn das? Was mache ich denn? Du filmst mich, was soll denn das? Das So, nur noch morgen, meine Lieben, ne? Ja. Ach, Schatzi, nur noch morgen. Ja, Schatzi. Du weißt ganz genau, dass du gerade reingezoomt hast, Affe. Wir gucken jetzt nur noch eine Folge Shopping Queen Family Special und wünschen euch in diesem Sinne einen wunderschönen Abend oder eine gute Nacht. Und wir sehen uns morgen in alter Frische an Heiligabend wieder. Also bis denn dann. Tschüss. Sieht sie auch schon ein bisschen mitgenommen aus, aber ich liebe sie von Tag 1 an. Ist die Naked 1 Palette. Hallo. Von Urban Decay. Und da benutze